Willst du mittig sein? Dann auf das hier gedrückt halten und dann kannst du so drücken. Was sie kann, aber auch das, was sie nicht kann, das werden wir heute in diesem Review herausfinden. Ich bin sehr gespannt. Let's go und gib ihm. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Kamera-Review. Das hier ist nicht das Review von irgendeiner Cam, sondern das ist natürlich eine Sony und auch nicht irgendeine Sony, sondern... Genau die S3. Erstmal werde ich jetzt sehr ausführlich zu den Specs der Kamera hier kommen. Dieses Video von der S3, ich will es nur noch einmal sagen, ist in keiner Form irgendwie sponsert. Sony hat mich zwar gefragt, ob sie mir die S3 zuschicken können und ob ich dann auch Bock habe, was damit zu machen, aber ich bin hier in keiner Form irgendwie verpflichtet, auch nur irgendwas zu dieser Kamera im Guten oder im Schlechten zu sagen. Also alles, was ich sage, ist zu 200% meine ehrliche Meinung mit der Kamera. Ich habe das Ding jetzt die letzte Woche getestet und auch aus den Videos, die ihr bis jetzt gesehen habt, waren schon immer mal wieder Shots teilweise mit der S3 gefilmt, weil ich mal so einen wirklichen Praxistest machen wollte und auch schon mal mit der Kamera schneiden wollte, um einfach mal zu gucken, wie das Ding hier auch in der echten Produktion performt und nicht nur jetzt in irgendwelchen einzelnen Testshots. Ich finde es erstmal ultra geil, dass die alten Akkus von der A7 III Reihe mit drin geblieben sind, weil die haben einfach auch extrem sick performt und da braucht man nicht da auch nochmal neue Anschlüsse und nochmal neue Akkus. Aber wo wir schon bei dem Thema sind, jetzt geht es für mich einfach mal darum, einfach den Feel der ganzen Geschichte. Ich muss ehrlich zugeben, die Kamera fühlt sich einfach richtig an. Die Kamera fühlt sich einfach nice an. Ja, moin, erstmal alles auf 35 aufgenommen. Servus. Allgemein fühlt sich die Kamera einfach richtig an. Diese kleinen Sucher-Dinger hier, die Teile hier, die klippern halt nicht mehr, sondern die sind einfach so fix gemacht. Flip-out-Screen, meine Freunde, muss ich nicht viel sagen. Das ist geisteskrank. Und in der Woche, in der ich hier gefilmt habe, habe ich auch nochmal gemerkt, wie insane nice das ist, dass du dich halt einfach selber sehen kannst beim Film und dafür jetzt keinen Monitor brauchst und einfach die ganze Zeit siehst du, jo, passt der Fokus, klickt der Ton aus, alles ist easy. Unglaublich wichtig zum Film, wirklich, also es ist wirklich, ja. Außerdem die Knöpfe extrem wertig, alles fühlt sich einfach richtig an. Ich liebe dieses neue Kameramenü in der Software innen drin. Also rein vom ersten Eindruck schon mal richtig, richtig nice. Aber auch hier gab es ein paar Sachen, die mir ein bisschen negativ aufgefallen sind und wo ich sagen muss, so, die fand ich am Anfang nicht so wirklich nice. Ich will nicht zu tief ins Detail gehen, aber ein paar kleine Fakten zu der Kamera wollte ich euch trotzdem nochmal geben. Der Max ISO auch bei der S3 liegt bei einer halben Million ungefähr, also 409.000, wenn ich mich jetzt hier richtig entsinne. Wir haben neue Anschlüsse bei den SD-Karten, da komme ich aber gleich nochmal zu. Wir haben einen großen HDMI-Anschluss, was schon für manche Situationen ziemlich nice sein kann. Wir haben einen 12-Megapixel-Sensor drin, wie auch bei der S2. Und wir können nicht nur 10-Bit intern filmen, sondern 4K mit 120 Frames. Das ist schon mal auf jeden Fall nicht so schlecht. Und da wird noch ziemlich viele von euch was zu wissen, wie das so performt im Vergleich. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den paar ersten Eindrücken, die ich so hatte, als ich die Kamera in die Hand genommen habe. Mach mal Flipscreen, probier mal die Knöpfe aus. Ja, ich guck gerade, okay. Check mal die Haptik so ein bisschen. Boah. 4K, 120. Ist größer als die A7 III, ne? Jo. Ja, ist auf jeden Fall nicht mehr so, es ist auf jeden Fall richtig hochwertig, ne? Ja, finde ich. Nicht mehr so billig. Die ist geil, mega geil. 4K, 120, ja? 10 Bits, 422 intern. Alter, okay, krass. Schon, das werde ich morgen testen. Krass. Also ich finde ja diesen Klappdisplay, ich habe da mit ein paar Leuten von Kameraherstellern gesprochen und die waren immer so, die haben den dann irgendwann mal abgebaut oder nicht mehr reingebaut, weil das zu oft abgebrochen ist, so gerade im Profibereich. Mhm. Aber ich glaube, die Usage ist mittlerweile so oft so, dass du es einfach dich selbst filmst oder schon hast. Gerade in irgendwie ungewohnten Perspektiven und so. Ja, und ja, voll. Das dann so machen kann. Safe. Mega, mega geil. Mega. Stört ihr mein Video? Sorry. Was ist euer Eindruck zur S3? Gute Kamera. Ich finde die Farbechtheit halt ziemlich geil in der Kamera. Aber ey, ganz, die S3 ist die erste Kamera, die ich als Canon-Liebhaber echt ganz nice in der Hand fand. Hatte ich aber, glaube ich, im letzten Video schon gesagt. Freunde, ihr habt es gehört, in dem Sinne. Kauft euch die R5 und dann habt ihr richtig eine geile Zeit. Peace out. Genau den Test haben wir nämlich gemacht. R5 gegen die S3 und ob das, was Björn gerade gesagt hat, auch nur im Ansatz irgendwie stimmen kann, das seht ihr jetzt mal. Also S3 versus R5 haben wir mit Benny gefilmt. Let's go. Gar kein Problem.
Das war also der Vergleich zur R5. Und jetzt habe ich die S3 hier nochmal hingestellt, weil jetzt kommt ein kleiner Überhitzungstest. Das ist ja nämlich eine Sache, mit der die R5 auch immer sehr zu strugglen hatte und bei der ihr mir auch geschrieben habt, wie sieht's aus, und bei der ich auch einfach wissen wollte, hier in, keine Ahnung, normaler Raumtemperatur, ich würde jetzt mal schätzen bei ungefähr 19, 20, 21 Grad hier, wenn wir auf 4K 100 Frames filmen in 10 Bit 422 und ich jetzt einfach quite literally dazu die Zeit stoppe, Stoppuhr, wie lang, achso, ich sehe ja auch, by the way, hey, bin ich dumm, ich sehe ja dann auch, wie lang die Aufnahme war. Egal, wir stoppen die Zeit jetzt trotzdem nochmal dazu. Wie lang braucht die Cam, bis sie überhitzt? Ich würde jetzt einfach mal sagen, let's go. Also vor 20 Minuten sollte das ganze Ding hier auf jeden Fall nicht überhitzen. Ich muss nur kurz was zu essen bestellen. Ich habe jetzt ganz genau, wie lange habe ich jetzt aufgenommen? 1 Stunde und 13 Minuten in 4K 100 FPS aufgenommen. Und die Cam hat komplett durchgefilmt. Ich kann ja mal gucken. Yo, der Body ist schon warm. Der Body ist auf jeden Fall heiß. Aber es gab keinen Warnhinweis, gar nichts. Die Cam hat gerade über 1 Stunde durchgefilmt. Und jetzt ist halt einfach der Akku irgendwann ausgegangen. Und ganz ehrlich, Alter, wenn der Akku vorher alle geht, bevor das Ding überhitzt, bei 94% oder so. Also Überhitzungstest würde ich jetzt einfach mal sagen, Haken dran. Wann filmt ihr länger als 1,5 Stunden, ich weiß ja nicht, ob es dann überhitzt wäre, aber wann filmt ihr länger als 1,5 Stunden in 4K Slow-Mo? Halt safe eh nicht. Also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Freunde, was in diesem gut verpackten Paket ist, ist leider die S3, denn mein einwichtiger Spaß mit der Kamera ist jetzt vorbei und die wird tatsächlich dann auch heute wieder abgeholt. Aber deswegen kommen wir jetzt mal ganz kurz zum Fazit zu der ganzen S3-Geschichte. Also, ich habe die ganze Zeit probiert, eine Sache zu finden, die ich nicht so nice fand, aber im Endeffekt hat alles wirklich insane performt. Ich habe den, der Flipscreen ist übelst nice. Die Knöpfe sind geil, 4K 100 sieht geil aus. Das Einzige, was so ein bisschen ist, ist, dass man diese neuen Speicherkarten hat. Ich weiß jetzt, wie die hießen, C irgendwas? Nee. FIFA-Karten, oder? Nee, aber so andere. Also diese so kleine. CIFAS Mini, glaube ich. Ja, dann vielleicht das. CIFAS Express heißen die, glaube ich. CIFAS Express, doch, ich glaube, so heißen die. Doch. Das ist halt so ein bisschen scammy, dass du halt da jetzt neue Anschlüsse brauchst. Also ich meine, okay, CC100 hat nochmal andere Größen so, aber als ich diesen Überhitzungstest gemacht habe, diese einstündige Aufnahme, das sind 60 GB. Das ist krass. Schon 60 GB, das ist schon, habe ich. 512 GB Film. Halbe? Für 512. Okay, das ist schon sehr, sehr krass auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die A7 S3 so eine Allzweckwaffe ist, weil, okay, man denkt so 12 Megapixel, ich weiß es nicht, ob das... Aber im Endeffekt ist das scheißegal, also. Ich weiß nicht, ob ich confident genug wäre zu sagen, ich mache Foto und Video mit der S3 oder ob man dann sagen muss, okay, ich nehme meine andere Kamera R2 oder so für Fotos mit. Das ist so der einzige Knackpunkt, dass man sagt, so, okay, die Kamera ist halt sehr filmlastig und bedient halt die Fotoseite einfach, ist ja logisch, ein bisschen weniger. Ansonsten, Paul, willst du noch mal letzte Worte zu meiner Community sagen? Grüße meine Mutter, grüße meine Oma und alle Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen. Das ist doch gut. Noch ein Podcast auf Spotify. Lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da, Freunde. Subscribe gerne rein, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Dann war's das von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und...